Sehr geehrte Damen und Herren, wir freuen uns ganz besonders, heute Herrn Peter Tschentscher zu begrüßen, den Bürgermeister der Freien und Hansestadt Hamburg. Wie wir alle wissen, brauchen Gamer ganz viel politische Unterstützung. Und wir sind besonders stolz, dass wir in dieser Form diese Unterstützung haben. Und ich habe gehört, Sie wollen auch gerne wiederkommen. Herr Peter Tschentscher, herzlich willkommen. Herr Welling, ja, liebe Gaming-Gemeinde, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Das ist ja die erste richtig große Game-Vention hier in Hamburg. Es gibt aber schon seit geraumer Zeit, ja, seit vielen Jahren, die Lage, dass PC-Spiele, E-Sports, Cosplay immer weitere Verbreitung finden. Weil es einfach unglaublich faszinierend ist, sozusagen in eine digitale Scheinwelt einzutreten und sich dort fast wie einer echten Realität später zu bewegen. Und mittlerweile ist es so, dass die digitale Welt so realistisch wirkt, dass man schon denkt, man ist in der echten Realität. Und dann ist der Punkt gekommen, wo die ganzen Netzwerke, wo Sie als Fans des E-Sports, von Cosplay und der Computerbranche vielleicht auch nochmal wieder analog zusammentreffen wollen mit Gleichgesinnten und vor allem mit denen, die diese Spiele entwickeln, die sie programmieren, die sie auch weiterentwickeln. Insofern ist eine solche Messe ein wunderbares Ereignis, um, wie gesagt, in der echten Welt in Kontakt zu treten, sich mit Freunden, Bekannten zu treffen und über E-Sports, Gaming zu sprechen. Das Ganze ist aber auch, wenn man so will, ein ernstes Geschäft. Das Gaming-Geschäft ist eine starke Wirtschaftsbranche mit unglaublich vielen Arbeitsplätzen und Wertschöpfung. Also wenn von Ihnen jemand die Idee hat, das als Beruf zu ergreifen, es nicht nur als Hobby zu machen, sondern sich als junger Mensch sozusagen dieser Welt auch beruflich zu öffnen, dann haben Sie in Hamburg beste Chancen. Es gibt unglaublich viele Unternehmen, es gibt aber auch richtig Studien. Es gibt den Bachelor of Gaming Development und es gibt einen Master Gaming. Es gibt richtig Studiengänge, in denen man in diese Welt sozusagen professionell einsteigen kann. Und das ist dann in der Tat etwas, was Dinge zusammenbringt. Ein großartiger Spielestandort, Spielefaszination in Hamburg, aber eben auch eine Branche, die eigentlich der größte Standort in Deutschland für dieses ist. Interessant ist der E-Sports, dort gehen die Dinge wirklich zusammen. Es gab vor kurzem eine riesen E-Sports-Messe in der Barclaycard Arena. Und ich glaube, dieses Wochenende spielen der HSV und St. Pauli in der virtuellen Bundesliga gegeneinander. Die einen stehen ganz gut da, die anderen müssen sich noch etwas bemühen. Ich wünsche jedenfalls beiden viel Erfolg und Ihnen allen eine wunderbare Gamevention 2019. Alles Gute! Vielen Dank.